Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Es geht weiter, Freunde. Wir sind hier in einer Spielhallenfabrik, inklusive Blauder, den wir zum Glück schon erledigt haben. Jetzt müssen wir uns nur noch einen weiteren Zugang verschaffen, damit wir mit unserem Boot weiter können Richtung Riesenrad bzw. Aquarium. Also für mich fühlt sich die ganze Stadt wie ein Aquarium an. Nach dem Wetter, aber wir wollen natürlich in Richtung zu Abby. Da sind die ganzen Billardkugeln einfach hier kreuzen quer. Können wir nichts dagegen tun. Kein Minispiel gefunden. Nichts, was mal kurzzeitig Spaß machen dürfte, könnte. Ich glaube, ich muss sogar runter. Oh, hier, was mache ich da? Ah, damit ich das Tor aufbekomme. Ja, geil. Ja, stimmt. Jetzt kann ich die Kette ziehen und wir können weiter, ne? Okay, cool. Warum habe ich dann eigentlich die Sache mit dem Typen getriggert? Dieses Ding da rumgeschoben? Ja, gut, ja. Damit es eben so kommt, wie es jetzt gekommen ist, ne? Alles klar. Da unten, da war ich schon. Da habe ich gekämpft, ne? Ja, okay. Ne, dann gehen wir gleich weiter. Gesammelt, sollte ich alles, also ich sollte alles gesammelt haben, so rum. Gut. Aber eine Sache will ich jetzt nochmal schnell überprüfen, sorry. Da, wo ich runtergekracht bin, war da noch was. Also kurz davor, also oben hier. Ich bin ja hier irgendwo, habe ich das Ding verschoben. Und ich weiß nicht, ob ich da schon alles dann gemacht habe. Okay, dann bin ich leider voll damit. Im Moment, wenn ich voll bin... Mit diesen Flaschen, ne? Okay, ne, kann ich eh nichts machen. Okay. Warte mal schauen. Hier ist die Werkbank. Ne, das haben wir erst benutzt. Und dann bin ich. War ich hier schon? Ah, deswegen ging es hier nicht weiter. Und hier bin ich runtergestürzt. Aber was ist da ganz hinten? Habe ich das schon gecheckt? Ohne runterzustürzen. Ja, netter Geburtstag. Okay, alles klar. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach so, das war der Plan. Ich erinnere mich, die wollte das Ding ja schieben, um da hochzukommen. Das war der ursprüngliche Plan. Letztendlich kam es aber mit dem Plauder halt anders. Okay, okay, alles klar. Dann können wir jetzt weitermachen. Kann ich mich einfach fallen lassen? Mal gucken, ob ich mich voll in das Boot fetze. Das wäre doch stylisch, oder? Ach nee, macht, bringt ja gar keinen Sinn. Ich muss ja die Kette noch ziehen. Aber egal, ich probiere es trotzdem. Yeah. Cool, ich bin so cool. Und jetzt nochmal ab in die Suppe und die Kette ziehen. Los geht's. Oh mein Gott, das Wetter wird ja immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Los geht der Spaß, Freunde. Wohin? Oh, das Riesenrad ist nah. Das Riesenrad ist sehr nah. Und die Strömung wettert mich gerade zurück. Ich muss dagegen lenken. Ja. Wir kommen dem Ziel tatsächlich näher. Also bei diesem Sauwetter dürften mich die Leute eigentlich erst super spät sehen. Sind wir mal ehrlich. Wow, okay, ich glaube, meine Bootsfahrt endet hier noch nicht. Okay, ne, hier geht's weiter. Ich habe aber was gesehen, wo man rein kann. Moment, zurück. Ich habe doch da gerade eben noch was gesehen. Oder habe ich mir das eingebildet? Ach, das war vielleicht das hier. Moment. Ne, okay, anscheinend war da doch nichts. Schade. Gut, dann fahren wir erstmal noch ein bisschen weiter. Gut, jetzt bin ich einmal sinnlos im Kreis. Jetzt können wir weitermachen, okay? Gut. Ah ja, ich dachte, hier geht's rein. Na gut, wir gucken trotzdem mal, komm. Wahrscheinlich muss ich da eh hin, ja. Keine Haltemöglichkeit. Alles komplett überschwemmt. Schon krass.
glaube, die nennen das wirklich Aquarium deswegen, oder? Ich habe erst gedacht, dass das so eine Sehenswürdigkeit ist, aber vielleicht nennen die das einfach nur, weil das so komplett überschwemmt ist. Hat das mittlerweile einen neuen Namen. Wow, das ist, ich fühle mich ja fast wie auf dem Meer. Das ist schon krass jetzt. Ob da wirklich noch Abby ist, ich weiß ja nicht. Oh, perfektes Timing, wirklich. Komm. Doch nicht hier und jetzt. Boah, ich krieg's nicht an. Shit. Oh, ich drück nach oben. Komm schon. Okay. Ich glaube, das war's mit unserem Boot, ne? Boah, die Wellen! Boah, das ist ja geil. Komm. Ellie, du bist so weit gekommen. Dein Rachefeldzug hin oder her, weil ich gönn dir den Erfolg jetzt auch. Zumindest dein Ziel zu erreichen. Auch wenn ich mir da noch nicht so sicher bin, ob du es erreichst. Also im Allgemeinen. Okay, komm raus da, komm. Du kannst doch da jetzt hoch. Okay, ich dachte schon. Boah, ist das ein Wetter. Das war ja vorhin noch voll angenehm und jetzt? Boah. Jetzt schaut sie nicht mehr so selbstsicher gerade rein. Ein besorgter Blick macht sich in Ellies Gesicht breit. Okay, Leute. Wir sind fast da. Wo genau wollen wir eigentlich hin? Ich glaube nicht, dass wir mit Abby Riesenrad fahren. Erstmal weg von der Duckhaltung. Hier komme ich nicht hoch, okay. Moment mal, kann ich da reinkriechen? Ist da was? Nee. Naja. Man konnte ja mal gucken, ne? Okay, runterspringen und dann no return für mich. Man kennt das. Aber für Ellie gibt es sowieso kein Zurück. Ich schätze, ich soll in das Boot. Ja, komm, machen wir. Scheint ja niemand da zu sein. Aber wir will in so ein Boot auch pausieren. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Gerade bei dem Wetter nicht. Oh yeah, ein Spielplatz. Schau mal, Ellie. Das erinnert dich doch bestimmt an die Kindheit, die du niemals hattest. Okay. Abby, wo steckst du? Vielleicht hat sie sich im Schneckenhaus versteckt. Wäre doch trollig. Ach, das ist eine Rutsche. Ellie, du rutschst jetzt. Ellie. Annie. Ellie. Nicht Annie. Ellie. Warum rutscht sie nicht? Ja, sorry. Ich höre schon auf. Become a member today. Ich muss da hoch, oder? Boah, das fühlt sich jetzt so... Also ihr habt ja gesagt, das Spiel ist noch ewig lang. Und wenn ich das aber nicht wüsste... Dann würde ich jetzt meinen, dass es langsam so finalmäßig wird. Weil ganz ehrlich, wenn ich bedenke, was ich pillenmäßig schon alles habe und waffentechnisch schon alles aufgetunt habe, es fühlt sich halt auch gameplay-technisch so an. Ich hoffe sehr, dass das Gameplay, wenn es denn wirklich noch deutlich länger geht, das Spiel, dass das Gameplay sich da halt auch noch ein bisschen erweitert, ne? Boah, aber warum erweitert es sich das nicht? Also nicht vorzeitig. Irgendwie mache ich mir Sorgen um Ellie. Wisst ihr, es würde fast Sinn machen, also gameplay-technisch, würde es Sinn machen, dass wir Ellie verlieren und einen anderen Charakter spielen. Was ich mir nicht ganz vorstellen kann. Geht dann Dina schwanger auf Rachefeldzug? Aber warum habe ich denn jetzt schon so wenig Tuningsmöglichkeiten, wenn das Spiel noch angeblich so groß ist? Das macht mir ein bisschen Angst. Aber gut, mal abwarten. Und ich meine, was soll denn nach Abby noch kommen?
Oder gibt es jetzt... die Abby-Schnitzeljagd ist erst an der Hälfte angelangt. Das wäre halt auf Dauer auch irgendwie langweilig, oder? Wenn ich jetzt nochmal an 10 andere Orte muss, wo angeblich diese Abby ist. Also ich weiß nicht. Also mal abwarten. Aber irgendwie mache ich mir gerade mega Sorgen. Um die Gute. Wie gesagt, sind alles Theorien. Davon natürlich... Könnt ihr drauf eingehen, wenn ihr euren Kommentar mit Spoiler brandmarkt. Ich habe ansonsten Moderatoren, die es löschen würden, falls der Spoiler nicht gekennzeichnet ist. Aber am besten spoilert ihr gar nicht und rätselt einfach mit mir mit. Weil es gibt ja noch andere blinde Zuschauer, die es nicht wissen. Und das wäre schade, wenn die da irgendwas mitbekommen. Umspekulieren ist ja eine andere Sache. Soll ich mich hier fallen lassen, ja? Muss ich wohl, ne? Na gut, dann los. Okay. Also, das war so ein... das ist das Aquarium, ja, tatsächlich, ja. Das Aquarium ist so... Ja, das macht natürlich Sinn, das ist sowas wie ein Sea-Life. Dass jetzt rundherum halt auch Wasser ist, das ist, macht's authentischer, ne? Oh mein Gott, wenn das aber ein Sea-Life war, so eine Art Sea-Life, dann könnt ihr jetzt sonst was rumschwimmen, an Hai oder sonst wie was. Ich meine, die leben ja wahrscheinlich noch, oder? Die Becken an sich, die wirken quasi... Die wirken zwar leer, aber wenn da rundherum sowieso Wasser ist, kannst du ja nicht sicher sein. Wenn die Becken bis dahin gehalten haben, gut, dann kann es auch sein, dass sie alle verendet sind. Wenn die nicht rauskamen. Zumindest wirkt es bisher so. Aber das hätten sie eigentlich nutzen können, oder? Ich meine, so ein Hai jetzt, oder? Keine Ahnung. Nicht, dass ich das unbedingt wollen würde, aber... Das Setting hätte es ja hergegeben. Okay, ich habe, glaube ich, zwei Wege. Entweder... Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Aber hier wird es weitergehen, ne? Ne, ich habe nur den Weg. Da hinten ging es nicht raus, ne? Da. Sorry, ich muss nochmal gucken. Ich will jetzt nichts verpassen hier. Ne, das ging nicht auf. Okay, dann habe ich ja nur den Weg. Glaube ich. Aber es scheint ja hier komplett verlassen zu sein. Warum sollte... Achso, Moment mal. Abby war ja auch irgendwie... Die hat ja auch irgendwie... Defizite und Probleme mit denen gehabt, ne? Die hat sich ja hier verschanzt. Da war ja irgendwas. Das haben wir ja mitbekommen, gelesen und so. Also wenn wir Glück haben, ist die sogar wirklich alleine hier. Was haben wir denn hier für einen Plan? Ja, gut, so. Postenverteilung. Ich hoffe aber sehr. Was ist das alles? Wenn wir jetzt wirklich Abby gegenüberstehen sollten, demnächst, hoffe ich sehr auf ein Gespräch. Ich weiß, dass Ellie Abby definitiv töten wird. Oder andersrum, schlimmstenfalls. Aber ich will davon ein Gespräch haben. Das wird. Egal welche Motive Abby haben wird, wir als Zuschauer werden es wahrscheinlich nachvollziehen. Können. Aber wir wissen auch ganz genau, dass Ellie das nicht kann. Von daher, mal schauen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Aber es wirkt so ein bisschen schlauchartig gerade alles. Okay. Da haben wir nochmal ein Scherchen. Ja, komm zu mir. Okay.
Es fühlt sich halt wirklich so wie letzte Vorbereitungen an. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Und wie es kommt vor allem. Bin ich hier überhaupt richtig jetzt? Oder habe ich mich jetzt wieder zurückbeordert? Nee, ne? Ich glaube, das wird schon passen. Nee, war ich da gerade eben nicht schon? Nee, da war ich noch nicht. Okay, gut. Das ist auch der Plan. Der ist leer hier. Ja. Yeah. Boah, ich weiß, das wirkt irgendwie so final. Wenn jetzt noch eine Werkbank kommt, ne, dann ist alles klar. Boss-Time. Oh, da war noch was. Also einen richtigen Bossfight? Ja gut, von dem Bloater mal abgesehen hatten wir jetzt noch nicht, ne? Weil wenn ich da an den ersten Teil denke, wo wir gegen diesen David gekämpft haben, das hat sich richtig wie ein Boss angefühlt. Wo zum Teufel steckst du? Okay. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon. Richtig böser Cliffhanger. Weil das ja der letzte Part in dieser Woche ist. Sehe ich jetzt schon, Leute. Aber da müsst ihr durch. Da kenne ich nichts. Scheiße. Ich glaube, die Scheiben kriege ich nicht durch, oder? Die sehen vergittert aus. Muss ich wohl einen anderen Weg finden. Hier komme ich nicht weiter. Yep. Moment, ich probiere es. Nee, das ist vergittert. Das brauche ich nicht zu probieren. Okay, hier geht's nicht weiter. Verschlossen. Was machen wir nun, Ellie? Gucken wir mal hier. Da war ich schon, ne? Moment mal. Wo war ich noch nicht? Da komme ich nicht hoch. Es sei denn... Nee, so hoch kann sie nicht springen. Aber da kam ich ja eh her. Glaube ich. Da war ich. Moment, die Tür, die habe ich... Die geht auch nicht, okay. Ah, vielleicht irgendwo ein kleines Ding zum Durchkrabbeln oder zum Hochklettern eher. Kann ich da rein? Nee, glaub nicht. Oh, dann müsste ich aber erstmal hochkommen. Hier. Ah, da ist mein Durchgang. Alles klar. Kommt wirklich da rein. Erstmal eine Runde wenden. Zweiter. Okay. Oh, Taschenlampe. Ganz ungünstiger Moment. Eieiei. Okay, Abby weiß, dass ich hier bin. Hunde? Ich drück schon. Boah. Shit, war das Abbys Hund? Shit. Blöder Hund. Vorsichtig. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ganz ehrlich. Bin ein bisschen nervös. Mal runter. Okay. Gott. Jetzt selbst verarztet. Was hier passiert? Ja, die hat sich wahrscheinlich verarztet, ne? Aber wo ist sie jetzt? Super spannend gerade, Leute. Also ich habe entweder die eine Tür oder ich habe diese Tür.
Welche soll es sein? Welche hätten Sie denn gern heute? Ich gucke erstmal, ob die überhaupt aufgeht. Alles klar. Dachte ich mir doch. Da sind Schlafplätze für mindestens 3 Leute. Oh. Gedämpfte Stimme von einem Mann und von einer Frau. Hier, da ist jemand. Gedämpfte Stimme. Klingt halt nach, dass da jemand stark verletzt ist, ne? Da ist jemand stark verletzt. Nach wie vor. Und da breche ich da rein und habe nur meine Rache im Kopf, oder was? Aber so muss es wohl sein. Ich gucke jetzt hier noch. Na, da bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich passieren wird. Oha. Owen Moore. Echt jetzt? Ich kann den Namen leider gerade gar nicht zuordnen. Ah, jemand von den Fireflies. Gehörten auch zu den Fireflies. Ah, wir wissen ja, wie Joel aufgeräumt hat bei den Fireflies, ne? Die ja die besten Absichten für die Menschen hatten. Das wäre halt so dieses... Das ist eh so ein Motiv, auf das ich ja warte. Also, beziehungsweise ich warte nicht darauf, ich erwarte es bereits schon. Okay, hat sie jetzt einfach nur den Namen da reingekritzelt, okay. Weil, das wäre halt auch so eine ehrenwerte Aufgabe, um die Menschheit zu retten. Ups. Das hat doch nicht jetzt wirklich jemand gehört, oder? Die sind mit sich selbst beschäftigt. Und, deswegen der Hass auf Joel. Deswegen Abbys Tat. Also so eine Motivation könnte ich absolut nachvollziehen. Eventuell war der leitende Arzt sogar ihr Vater. Garantiert ein Verwandtschaftsverhältnis. Ich meine, Ellie, es hat sich auch rumgesprochen, haben wir letztens, als wir gegen die eine gekämpft haben, hat sich ja eh rumgesprochen, dass Ellie immun ist und diese Geschichte von damals, dass sich das, ja, verbreitet hat natürlich bei den Überlebenden. Und dementsprechend wäre ich halt schon auf genau so ein Gespräch, so einen Motivationshintergrund wäre ich jetzt sehr gespannt. Was danach passiert, werden wir ja sehen. Ich muss jetzt dahin. Man kann verstehen, was die sagen. Das kannst du nicht entscheiden. Habe ich gerade jetzt eben noch vernommen, aber jetzt ist nichts mehr zu hören. Die Personen stehen da links. Sie kriegen das sofort mit, aber ich muss wohl aufmachen. Wenn die in unmittelbarer Nähe stehen, dann hole ich die Schotti raus. Aber ich hoffe, dass sie... Ja, mal gucken, was passiert. Komm, los geht's. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft Mel für dich ihr Leben riskiert? Und Owen. Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du... Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was
Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können über alles... Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Ja, ich drück schon. Ich drück doch! Ich drücke! Ah, toll. Jetzt werden wir es nie erfahren. Sie. Sag mir, wo Abby ist. Wo ist sie? Ja, Ellie, das musst du noch üben. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Okay, Tommy ist wieder da. Vielleicht weiß er ja mehr. Schön, dass er es geschafft hat. Das lief ja doch deutlich besser, als ich erst dachte. Aber krass, wie Ellies Welt gerade eben zusammenbrach, als sie überhaupt nicht wusste, wo was jetzt machen. Kein Ziel mehr vor Augen, nichts. Ein Glück, dass Tommy im richtigen Moment erschien. Und wir sind wieder zurück, sehr schön. Also ich weiß ja nicht, was das Spiel jetzt vorhat, aber ich würde mal jetzt schleunigst empfehlen, dass Jess und Dina zurückkehren nach Jackson. Weil, also da stimmt ja was gewaltig nicht. Also Dina ist richtig krank. Da muss man sich ja jetzt langsam wirklich Sorgen machen. Und, ja, Tommy und Ellie könnten ja den Weg weiter fortschreiten. Das würde ich mir jetzt am ehesten wünschen. So gern, wie ich Dina auch noch an meiner Seite hätte, aber das bringt ja so niemanden was. Und das wäre eigentlich jetzt die optimale Lösung. Ich glaube, das wird Jess auch tun. Also ich denke, Jess wird Dina zurückbringen. Und Tommy ist ja ähnlich wie Ellie mit Rachegelüsten vollgepackt. Und da haben sich die zwei Richtigen ja eigentlich gefunden. Also warum nicht sich zusammentun? Wäre doch sinnvoll. Sie hat es also genommen. Ach, ich erinnere mich. Stimmt, ein Aufnahmeritual, das ihre kühnsten Träume übersteigt, die Geheimnisse der Schwesternschaft von Jessica Rowell. Ich erinnere mich in diesem Bookstore oder was das war. Ist Helga bereit? Okay, das haben wir schon mal gelesen. Die Helga. Holy shit, die Helga. Hätten sie auch gleich die Hildegard nehmen können. Naja, gut. Mal gucken, wie die sich jetzt beratschlagen. Es macht eigentlich nur Sinn, weil Tommy und Ellie haben das gleiche Ziel. Die lassen sich von nichts abbringen. Und Jess, man merkt ihm ja an, er will zurück. Und es ist absolut sinnvoll in Dinas Zustand. Dann sollten wir das so tun. Okay, also doch nichts mit Finale. Ellie lebt noch, Abby lebt noch. Alles cool, Leute. Es kann weitergehen. Langsam wird das hier so mein zweites Zuhause hier, das Theater, ha? Spar mir jetzt das große Umgucken. Wir kennen die Räumlichkeiten ja mittlerweile. Und ich höre schon die anderen. Hast du einen Plan? Ich dachte, wir schlagen.
jagen uns durchs Tiefland hier. Erstmal ein bisschen lauschen. Na ja, komm. Vielleicht. Aha. Was ist das? Okay. Das wird nicht klappen. Da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Braucht in der Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. What the? Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst.